Schweinefilet im Teigmantel schmeckt nicht nur zu Weihnachten gut. Das Schweinefilet, jeder der gerne kocht, weiß, das ist das feinste Fleisch vom Schwein und natürlich zu festlichen Feiertagen nur das Beste. Das Ganze in einem feinen, wirklich schönen, guten Teigmantel drinnen. Zum Schweinefilet muss ich sagen, bei uns in Österreich wird er Lungenbraten genannt, ist eine lange Geschichte, hat aber, muss ich dazu sagen, mit der Lunge vom Schwein nichts zu tun. Das Filet kommt genauso in Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich von derselben Stelle vom Schwein. Gut, was brauchen wir alles dazu? Also für den Teig brauchen wir einmal natürlich ein Mehl, wir brauchen ein Butter, wir brauchen einen Sauerrahm und ein bisschen ein Mehl und eine Prise Salz werden wir reingeben. Dann das Schweinefilet natürlich brauchen wir. Das werden wir dann von dieser Sehne befreien. Und dann brauchen wir einen Senf, einen Pfeffer, einen Kümmel, einen Majoran und natürlich Salz. Und das Ganze, der Teig wird noch im Schmalz, ein bisschen wird mit Schmalz eingeschmiert. Muss ich sagen, warum Schmalz? Es ist doch auch vom Schwein und so ein Filet hat nicht viel Fett, das braucht es einfach dafür, sonst wird es mal ein bisschen zu trocken. Gut, meine Lieben, ich glaube, ich habe alles gesagt, wir können starten. Als Erstes starten wir einmal mit dem Teig, wie gesagt. Dazu geben wir alle Zutaten ins Mehl rein. Die Butter, muss ich sagen, die ist zimmerweich, man merkt es, die lässt sich schön zerlegen, das mache ich da auch gleich. Und den Sauerrahm. Sauerrahm übrigens in Deutschland saure Sahne genannt, bei uns in Österreich Sauerrahm. Das wäre es schon gewesen. Was machen wir? Wir nehmen einen Kochlöffel und werden das jetzt einfach einmal vermengen. Und nach einer Minute zieht es schon an, der Teig beginnt sich schon zum Bilden. Mit der Hand mache ich weiter. Man kann das natürlich auch mit einer Teigknetmaschine machen. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist bei so kleinen Mengen zahlt sich das fast nicht aus. Das ist in ein paar Minuten durchgeknetet und das ist dann schon ganz okay. Das dauert einfach 2, 3, 4 Minuten gut durchkneten und man merkt dann auch, wie homogen er wird. Und nach einigen Momenten ist der Teig fertig. Man sieht es, er schaut ganz gut aus. Er ist sehr weich, das ist ja gut so. Und den lassen wir jetzt einfach rasten, leg den Teig einfach rein und den lassen wir jetzt circa zwischen 30 und 45 Minuten lassen wir jetzt einfach rasten und in der Zeit machen wir unser Fleisch. So, jetzt geht's weiter. Unser Filetstück, unser Lendenbraten, der hat hier eine Sehne. Viele glauben immer, das ist Fett. Das ist kein Fett, das ist eine Sehne. Die kann man ganz einfach wegschneiden, indem man mit einem scharfen Messer da einfach reinschneidet. Wie man sieht, die hat da einen Anfang und dann einfach vorsichtig mit einem Messer entlang dieser Sehne schneiden. Und je genauer, wie gesagt, man das macht, umso mehr Fleisch bleibt einem dann und umso besser ist es. Ihr seht, nicht erschrecken, wenn das dann ein bisschen so zerfranst ist. Das macht gar nichts, das sieht man nachher alles nicht. Und so kriegt man diese Sehne ganz toll runter. Das war's. Ihr seht, die Sehne ist da. Kriegt die Nina, meine Katze, die hat immer Spaß daran. Gut, sonst ist da nicht wirklich was Fettes oben. Das schaut ganz gut aus. So soll es auch sein. Und jetzt geht es weiter ans Anbraten. Dafür brauchen wir jetzt natürlich einmal unsere heiße Pfanne. Und da gebe ich schon einen kleinen Teil von dem Schmalz gebe ich da einfach rein, das wir nachher verwenden werden. Den Rest gebe ich wieder zurück. Und jetzt kommt etwas. Ich lege das Filet jetzt nicht so rein, sondern man sieht ja, da hat es so einen Spitz und wenn das bis nach vorne her so im Teig drinnen ist, wird er das viel früher durch sein. Ich knicke das einfach ab, wenn man das so sieht und dadurch wird es relativ gleich dick und das legen wir jetzt einfach rein. Und lassen das jetzt ungesalzen, ungewürzt einfach
anbrutzeln, das soll ein bisschen Farbe kriegen, damit wir dann Röststoffe haben. Nach 2-3 Minuten habe ich das Ganze schon mal umgedreht. Man sieht ordentliche Bräune da, so soll das sein, das gibt ordentlich Röststoffe. So, jetzt schaue ich einmal, ob die andere Seite auch schon ein bisschen Farbe hat. Ja, die ist auch fertig, man kann den Ofen abdrehen. Wir lassen es, ich drehe es jetzt aber trotzdem noch einmal ganz um, damit es auf diese Falte geht. Und so können wir das stehen lassen. Jetzt geht es weiter mit dem Teig. Der Teig war jetzt gute 40 Minuten, habe ich den rasten lassen. Man merkt, wie weich er geworden ist. Und so soll es auch sein. Wir werden uns da ein bisschen am Mehl, da muss ich mal so am Mehl zum Stauben herlegen, ein bisschen am Mehl herstauben, damit man auch wirklich bearbeiten kann. Was machen wir jetzt? Wir schauen, dass wir den Teig relativ rechteckig ausrollen. Das heißt, damit ersparen wir uns zu viele Resteln, die wir dann wegwerfen müssten. Das heißt, ich nehme da jetzt einen Nudelwalker. Bei uns heißt das Nudelwalker, was? Das heißt Rollholz. So nennt es bei uns niemand. Es ist ein Nudelwalker. Mit dem rolle ich das jetzt einfach aus. Schau, wie gesagt, dass ich einigermaßen rechteckig bleibe. Und das sage ich einfach nach Gefühl, dass wir das einfach nach Gefühl machen, dass dieser Lendenbraten, dieses Filetstück da wunderbar reinpasst. Und nachdem wir das jetzt einigermaßen ausgerollt haben, jetzt gehe ich her, kleiner Trick, ihr geht einfach hin und schaut einmal, wie groß euer Lendenbraten ist. Der Teig ist groß genug. Ich habe mir jetzt bewusst ein bisschen stärker ausgerollt. Ich nehme nämlich nachher diese Ränder. Die werde ich nämlich zum Verzieren verwenden. Der Teig hat jetzt circa eine Stärke von 3, 4, 5 mm. Das reicht vollkommen. Gut, jetzt geht es einmal weiter. Ich muss eins dazu sagen, ich werde jetzt schon den Ofen aufdrehen auf Umluft, 180 Grad circa. Ganz gut. Gut, wir machen weiter. Wir nehmen das Schmalz und werden das jetzt, ich lasse ein bisschen Schmalz da. Ich brauche das nachher noch, um die Pfanne nochmal auszufüllen, sprich als Trennmittel. Und das Schmalz, das werden wir jetzt ganz einfach verteilen. Einfach nach Gefühl überall gleichmäßig austeilen. Wie schon erwähnt, das Schmalz gibt natürlich Kraft, das macht das Ganze etwas fetter und das ist nicht unwichtig, weil sonst kann es euch passieren, dass das zu trocken schmeckt und Schmalz kann da nicht schaden. Dann gebe ich natürlich auch den Senf drauf, den können wir ebenfalls verteilen. Ihr merkt, ich mache jetzt etwas, wo man genau das Gegenteil sieht. Viele Köchinnen und Köche schmieren das Fleisch damit ein, ist nicht notwendig. Das Fleisch kommt jetzt hier rauf und wird genau diese Gewürze, Schmalz und alles aufnehmen. Wir können hier gleich weitermachen. Wir geben den Majoran rauf, Pfeffer, Salz und dann sind wir eigentlich schon fertig. Das wäre es dann schon. So soll das ungefähr sein. Und eben, man kann gerne mit diesen Fingern, die müssen nicht sauberer sein, das Fleisch nehmen und einfach drauflegen. Und jetzt wickeln wir es ein, aber da muss ich sagen, da werde ich mir vorher noch die Hände abwaschen. Da sehen wir uns gleich. So, die Hände sind trocken und sauber. Weiter geht's jetzt. Wie gesagt, jetzt rollen wir das einfach ein. Aber vorher habe ich gesagt, möchte ich hier noch Streifen abschneiden. Da schneide ich einfach so einen Streifen ab. Weil das brauche ich ja so und so nicht. Und mit dem kann ich dann nachher ein bisschen eine Verzierung machen. Hier mache ich das auch. Und das ist jetzt natürlich kein Muss, das muss man nicht machen, aber ihr werdet sehen, es schaut einfach besser aus. Gut, jetzt wird das Ganze eingerollt. Und damit uns das alles ausrinnen, wirklich kann es nicht, außer dass der Schmalz ein bisschen rauskommt, aber ich mache da einfach so eine Falte. Wenn man das sieht, damit ist ein bisschen verhindert, dass es ganz rausrinnt. Und dann drehen wir es einfach ein. Seht, das ist eine ganz dankbare Geschichte. Und schauen wir, dass wir den Teil unten haben.
der muss unten bleiben. Schaut aus wie ein Strudel, ist aber keiner. Gut, da, das nehmen wir jetzt. Legen es hier in so ein Weidling. Was mache ich? Ich werde das aber vorher ein bisschen mit dem übrig gebliebenen Schmalz einschmieren, damit euch das nicht picken bleibt am Ende. Und jetzt können wir das da einfach drauflegen. Schön vorsichtig. Und so schaut das ganz gut aus. Jetzt kommt etwas, was ich vorher gesagt habe. Ich nehme diese Streifen und die mache ich ziemlich gleich. Man kann daran ziehen und lege sie einfach so im X drüber. Das ist ein ganz einfaches Muster. Das bleibt über. Ein bisschen was kann bleiben. Und so schaut es dann ganz gut aus. Jetzt tun wir es noch mit einem Ei einschmieren. So schaut es aus. Kommt jetzt für circa 20 Minuten, 25 Minuten gehen wir es jetzt in den Ofen. Jetzt kommt natürlich eines, man braucht ein so ein, wenn man es wirklich ziemlich, sage ich einmal, innen noch leicht rot haben will, mit so einem Thermometer kommt man ganz gut aus. Ich gebe das Thermometer nicht direkt in den Ofen rein, sondern ich misse einfach noch 15 Minuten, beginne ich schon zu messen und schaue, dass ich circa 65 vor die 70 Grad im Inneren drinnen habe, dann habe ich es noch leicht rosa. Wenn ihr das stärker rosa haben wollt, müsst ihr natürlich weniger Temperatur. Und wenn ihr es durchhaben wollt, geht es auf 80 Grad, dann ist es sicher durch. Gut, meine Lieben, so kommt es jetzt in den Ofen. 180 Grad habe ich eingestellt und wenn es fertig ist, sehen wir uns. 20 Minuten, sogar ein bisschen drüber, war es drinnen. Ich habe immer mit dem Fleischthermometer gemessen und es schaut ganz toll aus. Man sieht, ganz herrlich. Jetzt werden wir es einmal aufschneiden. Dafür muss ich es auf die Seite legen, die Pfanne. Und jetzt schauen wir, ich mache das ganz vorsichtig und lege es einfach daher. Ich werde jetzt den Weidling da ein bisschen auf die Seiten, weil der stört derweil nur. Schauen wir mal, wie es drinnen ausschaut. Schaut sicher ganz gut aus. Ich schneide es jetzt einfach in der Mitte an, damit wir es uns anschauen können. Und man merkt, der Saft, alles rennt raus. Und schaut euch was an. Ich gebe es einmal nach oben. Man sieht, es ist noch leicht rosa. Es schaut ganz gut aus. Ja, meine Lieben, ihr seht, sowas ist wirklich nicht schwer zu machen. Aufschneiden würde ich es trotzdem im Pfandl drinnen, damit der Saft bleibt. Jetzt ist es klar, darf ein bisschen rausrinnen, das passt schon. Kosten tue ich es noch nicht, es ist wirklich noch sehr heiß, aber ich weiß auch, wie es schmeckt. Man kann dazu ganz gute Bratkartoffeln an Reis, damit hat man wirklich einen Hit. Ich wünsche euch, dass euch das so gelingt wie mir und vor allem, dass es euch schmeckt wie mir. Alles Gute dafür, pfiat euch! Thank you.